Und wieder da. So, Kollege Schnürschuh ist voll. Oh, fahr mal hin hier. So, wollen wir gleich ein bisschen Stroh sammeln? Wäre, glaube ich, die beste Option, ne? Ja. Ja, Feld 8 ist zu 20% fertig. Er hat noch 60% drinnen. Ja, mal gucken. Sollte er ja hinkriegen. Naja, nur das gehen wir hier auf hier. Na los, mach voll. Dann sammeln wir Stroh. Das. So. Hingestellt hier die Kalesche. So, wo habe ich jetzt den anderen hingestellt? Steht bestimmt wieder im Arsch der Welt, ne? Ein Irre. Schön. Oh, fahr runter da. Schneller. Warum hier? André, es gibt auch noch eine andere schöne Map, die Niedersachsen. Die ist auch geil. Schön groß, eine Vierfach-Map. Mega. Guck dir die mal an, bitte. Möchte mal wissen, was du davon hältst. Ich habe die auch schon runtergeladen. Da könnte man zum Beispiel auch so, jeder macht seinen eigenen Hof. Ne, und alles drum und dran. Also echt mega geil, das Ding. Top. Also, da kannst du Höfe ohne Ende anlegen. Dann kannst du mir mal sagen, wie du die findest. Also, ich finde die gar nicht schlecht. Und dann könnten wir die auch wieder mal zu dritt spielen oder so. Und dann mal gucken, vielleicht bei YouTube reinschmeißen oder als Stream oder so, mal gucken. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ein, zwei, drei, ganz viele. Ich glaube, irgendwie knappe 200 Stück oder so. Sollte erstmal reichen. Ist geil, ne? Oh, mal fix ein bisschen Stroh sammeln hier. Die ist gut, ne? Alles klar, Großer. Bis dann erstmal. Danke dir, dass du reingeguckt hast.
Komm hoch hier, zieh, zieh. Es ist entkommen und auch schon wieder weg. Ja, moin. Also das ist hier unser Hof. Hier so. Kann ich auch sonst noch mal gerne zeigen. Unser kleines süßes Farmhaus, wo wir jedes Mal starten. Mit unseren Schaukel und unserer kleinen Rutsche. Naja, ich sag mal ein kleiner Geräteschuppen. Unsere Hörmannhalle. Tür auf. Unser Maisgebiss. Unser Überladewagen. Ja. Dann haben wir hier noch unsere eine Hörmannhalle. Hörmann? Hörmann. Haben wir hier noch eine kleine Gerätschaft drinne. So, bleibt da mal stehen. Ach, und hier auch noch unsere Einzelsaatkornmaschine. Oh ja. Ach, hier und unser Silo. Aber ich habe, da weiß ich noch nicht, wie ich da rankomme, um da überhaupt irgendwie was einzuladen. Okay, hat sich erledigt. Hier vorne. Ja, und dann haben wir hier halt noch eine Unterstellmöglichkeit. Also mehr als genug Platz ist da. Aber sonst haben wir nichts weiter auf dem Hof. Keine Tiere, kein Guanix. Aber Platz ist dafür da. Ja, ich tank gleich ab. Wir brauchen definitiv noch einen dritten Trecker. Ein dritter Trecker wäre natürlich nicht verkehrt. Wenn wir mal ehrlich sind. Feld 8 ist zu 30% abgeschlossen. Wie viel haben wir denn noch drin? 40. Ach, du ahnst es. Ah, das wird knapp. Das wird echt knapp. Ah, noch ein. Einmal voll. Ah, ich werde doch zweimal voll machen. Einmal durchs Gemüse hier. Bleibt da mal stehen. So. Ja, die Halle sieht wirklich gut aus. Also, mir gefällt. Also, die Hallen allgemein gefallen mir. So, da hinten ist unsere, die BGA, die wir noch nicht haben. Wir da noch ein bisschen zu tun haben hier beim Feld. Ah, ist nicht schlimm. Oh. Ein Irre.
Ich würde sagen, wir gucken gleich mal. Wegen Dings hier vielleicht, wegen so einem Hühnerstall. Was wir den uns da oben irgendwo mal hinsetzen. Platz ist ja genug da. Dass wenn wir Überschuss haben, dass wir das da hinbringen. Klingt doch eigentlich nach einem Plan, oder? Auf jeden Fall. Könnten wir nämlich. Hätten wir schon unsere ersten Tiere denn? Einmal schauen. So, jetzt bringen wir erstmal das Stroh weg. Ja, klar gehören Tierchen dazu. Aber erstmal so, ne, ganz tiefenentspannt mit Hühner anfangen. Aber erst, wenn wir hier fertig sind. Und wir Überschuss haben. Ja, wie gesagt, so ein dritter Träger wäre eigentlich auch nicht verkehrt. Ja, mal gucken. So, da hinten ist er. Ich hoffe, er kommt auch den Berg hoch. Ah, dürfte er eigentlich. Und ran da. Los. Zieh. Ah, schafft er. 11, 12, nun 13, 14, 15, 16, wird was. Händler. Wo fahren wir hin da? Mein Platz ist ja da, ne? So ein bisschen zumindestens.